Balken. Und mal sehen. Ah, da hört man es schon. Das wird dich lehren zu stehlen. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? So, ich will mal das ausprobieren. Oh. Wie frech? Das ist aber nicht nett. Und die Kameraeinstellung war gerade auch nicht wirklich nett. So, jetzt ist es besser. Ja. Hey. Zack. Lebender Duschkopf. Sprenkelt hier alles voll. So, jetzt komm schon, geht doch. Also. Wo haben wir sie? Da ist sie ja. Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Genau, die Brüder helfen mir jetzt. Oh, was haben wir da? Den können wir bestehlen. Das ist doch sehr schön. Dann haben wir wieder 5 Messer. Wir haben jetzt gerade nämlich... Das ist ein böses Omen. Was? Wer hat das getan? Sagt es mir. Na? Sehr schön. Alles klar, wir haben wieder 5 Messer. Wer diese Person umgebracht? Das war ich. Ein Assassin! Oh, natürlich merkt er das. Ach, Klappe halten. Na? Ach. Einmal durchlaufen lassen. Was? Nein, du ergibst dich? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Hä? Oh, ich bin echt fies. Aber, mein Gott, er ist eine Wache. Er hat mich angegriffen. Da lasse ich ihn doch nicht einfach entkommen. Was erwartet der denn? Vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, aber... Ganz ehrlich, wenn die mich angreifen, müssen die damit rechnen, dass sie sterben. Was? Klappe halten. Das ist so ganz elegant. Einfach nur so, zack, kurz ein Messer werfen. Ich liebe Messer. Ein Assassine! Schickt nach Verstärkung! Oh. Bring euch zur Strecke! Na, dann komm mal hoch. Ah, schön. Wo ist er denn jetzt? Nach dahin. Zack, gleich entsorgt. Und wo ist der Turm? Da müssen wir hoch. Dann machen wir das doch gleich mal. Na, Kumpel? Was geht da ab? Ich habe mir jetzt auch die Ezio-Trilogie bestellt. Den zweiten Teil habe ich zwar schon für die PS3. Allerdings sind da auch Brotherhood und Revelations drin, alle 3 Spiele. Ah, praktisch in einer Box. Ich weiß nicht, ob das... Moment, da können wir was machen. Ob das die auch wirklich so zu kaufen gibt oder ob das eine selbst zusammengestellte ist, habe ich mir bei eBay bestellt. Ist insgesamt günstiger als als wenn ich mir die einzeln holen würde. Oh. Zack. Bam. Ja, ich kann auch nach hinten gucken.
So, Ruhe hier. Was soll denn das auch? Oh, cool, das waren schon die. Wie geil ist das denn? Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Schon klar. Trotzdem habt ihr recht behandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Immer doch. Jawohl. Joa. Würde ich sagen, das hier. Mal schauen, was wir da machen müssen. Oh, das war auch elegant. Aber ich würde ganz gerne noch ein paar Messer haben am liebsten. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie sogar ein Upgrade gab auf 10 Messer oder so, dass man 10 Messer mit dabei haben kann. Wäre natürlich cool. Achso, der ist im Gebäude drin. Okay. Nein. Oh, cool. Das wusste ich natürlich. Da ich so ein allwissendes Genie bin, weiß ich alles. Habt ihr das gesehen? Ja. Warum tut er das? Oh. Die Lichtverhältnisse haben sich hier gerade ein bisschen geändert. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Warte mal, zack. Hier wirst du und tschüss. Nun gut, wo hast du dich verschossen? Jetzt habe ich zwar keine Wurfmesser mehr, aber das war es wert. Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Was zum Teufel macht er da? Ja, ich weiß es auch nicht. So, besorgen wir uns doch gleich mal ein Messer. Voila. Furchtbar. Bewegung. Was zum... Hau ab, okay. Power. Hey. Das war aber nicht sehr nett. So. Alter, du kennst mich. Das gibt's hier nicht. Gibt es nicht. Na, Kumpel? So, bevor der mir noch Stress macht. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Verstecken. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Gib's mir und ich sehe es mir an. Bist du gerissen? Viel Vergnügen damit. Alter, kann ich den jetzt einfach abstechen? Meine Fresse nochmal. Ja, Wachen sind hier schon mal nicht. Hab ich schon im Voraus mir gedacht. What the fuck? Was soll denn die Scheiße nochmal jetzt? Wie die da lang stratzen. Bam! Ja? Bin ich ein toter Mann? Und ihr habt schon wieder keine Messer. Wir werden diesen Gefallen zurückzahlen, das spüre ich. Herr, erbarme dich. Ach, sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal einen Diebstahl hier versuchen. Vater, wo bist du nur? Um Himmels Willen, lasst von mir ab! Was mache ich denn? Ich gehe doch nur an dir vorbei, Spacken.
So. Ich würde sagen, als nächstes gehe ich mal dahin. Brief, die die Verbindung zwischen Garnier und zwei weiteren Männern belegt. Oha, okay. Dafür sind wir die Wurfmesser dann doch etwas zu schade. Hier endet dein Leben. So, das hätten wir. Okay, wo kam der auf einmal her? Zack. Sehr schön. Gut, wo können wir hier helfen? Hier hinter. Da. Vorsicht jetzt. Bam, bam. Alter, wie die gar keine Chance hatten gerade. So, ich will mal zusehen, dass ich neue Wurfmesser bekomme. Aber vorher mag... Och, brauche ich gar nicht markieren. Ich mache mich einfach auf den Weg. Vielleicht finde ich ja so ein... Ja, so eine Speckbacke halt. Stoßt ihn nochmal! Habt ihr etwas zu sagen? Es sind wirklich düstere Tage. Stoßt ihn nochmal! Tut mir nichts, bitte! Er ist einer. Ach so, ja. Schön mit einer Drehung auf mich zugekommen. Oh, zu früh. Ja, schön, wie sie dann immer sich erstmal die Augen zuhalten müssen und deswegen nichts machen kann. Da war ich schneller. Kann ich auch. So. Priester. Oder Mönch. Oder Gelehrter. Ich werde Ihnen davon erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein Wahrhalt benimmt. Der klingt witzig irgendwie. Der Kerl. Achso. So, Ruhe hier. Die Wachen interessiert das gar nicht. Nein, völlig egal. Völlig egal ist denen das. So, mal schauen. Da ist das. Würde ich nochmal sagen. Na gut, okay. Hätte ich mir auch sparen können. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Tötet den Assassinen! Du zuerst. Ja, deswegen sind die Wurfmesser ganz toll. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, synchronisieren wir mal hier eine Runde. Aber das meiste dürften wir sowieso schon abgegrast haben hier. Ne? Ja. Waren nur zwei Bürgerrettenmissionen. Dann würde ich sagen, als nächstes das Ziel. Drei Aussichtspunkte fehlen noch. Dann haben wir es. Dann ist nur noch die Frage, wie viele andere Missionen bleiben noch übrig. Also Bürger retten, ganze Kram. Oh, noch zwei. Wenn ich die nächsten beiden habe, dann habe ich wieder einen Lebensbalken mehr. Das ist geil.